Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Schon länger gab es keinen Blick mehr in die Zukunft, doch im März, ja, da sind gefühlt hunderte von tollen Neuerscheinungen, was den Buchbereich angeht, ja, im Kommen. Und ich habe mich auch mit diesen so ein bisschen wieder beschäftigt, weil natürlich auch die Buchmesse im März ist, auf der ich auch sein werde, worauf ich mich sehr, sehr freue. Und so habe ich mich ein bisschen durch die Neuerscheinungen gewühlt, habe die Kataloge der Verlage gewälzt und bin auf 9 neue Bücher gestoßen, die ich mega, mega interessant finde. Die nur interessanten habe ich hier mal rausgelassen, weil es würde sonst wirklich eskalieren. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass im März diesmal unglaublich viele spannende Neuerscheinungen herauskommen. Ich fand gerade die letzten Monate, so Dezember, Januar, Februar, doch so ein bisschen unspektakulär, nur so mit 2, 3, 4 Neuerscheinungen, die ich wirklich sehr, sehr interessant fand oder auch gar interessant, was man vielleicht dann auch bei den Neuzugängen so ein bisschen gemerkt hat. Aber der März hat es in sich und ich denke, wir starten jetzt einfach nach und nach mit den Büchern, auf die ich mich sehr, sehr freue. Das erste Buch erscheint am 5. März und ist Mit Gobi durch die Wüste, eine wahre Geschichte von Dion Leonard. Keine Ahnung, wie man er sie es ausspricht. Ich glaube, es ist ein er. Ja. Wird am 5. März erscheinen im HarperCollins Verlag, wird über 300 Seiten haben und ist eine wahre Geschichte. Denn es geht hier in dieser Geschichte um den Autor Dion Leonard, der ist Ultramarathonläufer und lebt für die härtesten Rennen der Welt. Als er nach China zum 7-Tage-Rennen durch die Wüste Gobi reist, will er in erster Linie den Wettkampf gewinnen. Dafür hat er leichtes Gepäck und nur das nötigste Essen dabei, womit er nicht rechnet mit der kleinen Mischlingshündin, die ihn aus ihren großen braunen Augen an der Startlinie anschaut und dann kilometerweit begleitet. Er nennt sie Gobi, sie schenkt ihm Mut, als er ans Aufgeben denkt. Und schließlich kehrt er während des Rennens für sie um. Davon, wie der kleine Hund mit großen Herzen einen besseren Menschen aus ihm gemacht hat, erzählt Leonard in diesem Buch. Ja, und wie ihr wisst, zumindest die schon öfter auf meinem Kanal mit da sind, ich mag ja Lebensgeschichten unglaublich gern und ich mag es auch in Kombination eben mit Tieren, in der Regel ja Hund oder Katz, und ich mag solche Geschichten unglaublich und freue mich auf diese Geschichte, bin sehr gespannt, was es mit der Hündin Gobi so auf sich hat und was sie aus diesem Marathon läuft. Tut. Ich stelle mir das wirklich sehr rührend vor und sehr ehrlich und sehr echt und freue mich auf diese Geschichte wirklich sehr. So auch eine Geschichte von einem Autor, der mich, glaube ich, vor 2 oder 3 Jahren sehr begeistert hat mit dem Marciana, nämlich das neue Buch von Andy Weir wird herauskommen. Artemis erscheint am 5. März, ich glaube auch wieder bei Heine, wenn ich mich jetzt nicht irre, und ich bin total neugierig. Ich mochte den Marciana unglaublich gerne und habe, wann haben wir den gelesen, bevor der Film rauskam, sind das 2 Jahre? Ich bin mir da gerade gar nicht sicher. Ich hätte im Gefühl sogar, dass es länger her ist, aber ich weiß es wie gesagt nicht. Und ich bin sehr gespannt und neugierig gewesen, was es mit Artemis auf sich hat. Und der Klappentext verspricht Folgendes. Jess Bashara ist kriminell, zumindest ein bisschen. Schließlich ist das Leben in Artemis, der ersten und einzigen Stadt auf dem Mond, verdammt teuer. Und wenn man kein Millionär ist, verdammt ungemütlich. Also tut Jess, was getan werden muss. Sie schmuggelt Zigaretten und anderes auf dem Mond verbotene Luxusgüter für ihre reiche Kundschaft. Als sich ihr eines Tages die Chance auf einen ebenso lukrativen wie illegalen Auftrag bietet, greift Jess zu. Doch die Sache geht schief und dann wird auch noch ihr Auftraggeber ermordet. Plötzlich steckt Jess mittendrin in einer tödlichen Verschwörung, in der nichts Geringeres auf dem Spiel steht als das Schicksal von Artemis selbst. Ja, es wirkt für mich so ein bisschen wie eine Science-Fiction-Thriller-Krimi-Geschichte. Ich bin sehr gespannt, was es mit Jess und dieser Artemis, dieser Stadt auf dem Mond auf sich hat. Er hat es ja unglaublich gut beschrieben, wie Mark Watney auf dem Mars überlebt oder es versucht oder wie das Leben da sein könnte. Und ich bin sehr gespannt, wie es ausgehen wird, wenn wir hier eben so eine Art Mondkolonie haben
und da eben nicht alles so mit rechten Dingen zugeht. Und es klingt interessant, jetzt nicht mega spektakulär, aber ich glaube, dass Andy Weir mit seinem Stil, der doch sehr einnehmend ist, wirklich viel herausholen kann. Und deswegen spricht mich diese Geschichte auf jeden Fall auch sehr, sehr an. So auch die nächste Geschichte in Anführungszeichen. Das rote Kleid von Guido Maria Kretschmer wird am 12. März ebenfalls im Goldmann Verlag oder im Goldmann Verlag erscheinen. Ich glaube, das andere war ja Heine. Und Guido Maria Kretschmer ist ja bekannt. Unter anderem ist er Modedesigner. Er hat auch eine Shopping Queen Sendung auf Vox, die ich mit ein, zwei anderen Sendungen im deutschen TV wirklich sehr, sehr gerne mag und sehr regelmäßig schaue. Ich habe auch zwei Bücher von ihm hier. Diese Modebücher, die in so einem kleinen, eckigen Format waren, keine Ahnung mehr, wie sie hießen. Ich glaube, eine Bluse macht noch keinen Sommer und noch irgendwas anderes. Ich müsste jetzt nachgucken. Doch bei dem roten Kleid geht es tatsächlich um eine Geschichte und die klingt wirklich ganz bezaubernd. Anascha ist ein wunderschönes rotes Kleid aus Seide. Sie hängt an einem Filmset in der Garderobe und wartet gespannt auf ihren Auftritt. Aber Anascha ist noch ein junges Textil und so ist sie froh, dass sie in guter Gesellschaft ist. Da gibt es Erik, den alten Mantel, der bald ihr engster Vertrauter wird. Ein liebenswertes Nachthemdchen, das immer vom Bügel stürzt, oder Lulu, das charmante Revue-Kleid aus Las Vegas. Nur gut, dass sie alle zusammenhalten wie aus einem Garn genäht. Denn bald müssen sie so manche Herausforderung meistern. Und vielleicht gelingt es Anascha am Ende sogar, ihren großen Traum zu erfüllen, ein richtiges Zuhause zu haben und einen Menschen, der sie wirklich liebt. Für immer. Und als ich den Klappentext las, dachte ich so, von jedem anderen Schriftsteller, Autor, wäre diese Geschichte total freaky, wenn wir mal ehrlich sind. Hier geht es um Mantel, es geht um Nachthemdchen und um ein Revue-Kleid und ja, um ein Seidenkleid. Und ich glaube, man würde denken, wer hat da denn zu viel geraucht? Wenn man jetzt aber bedenkt, dass dieses Buch von Guido Maria Kretschmer ist, hat das für mich irgendwie doch einen ganz besonderen Flair, dass uns hier etwas über die Geschichte der einzelnen Kleidungsstücke erzählt wird. Und ich glaube, das kann gut werden. Also ich kann gar nicht sagen, was mich so genau anspricht, aber ich glaube, dass das eine schöne Geschichte ist, die man wahrscheinlich auch sehr gut auf die Menschen ummünzen kann. Und ich bin einfach gespannt, was Guido da gezaubert hat. Und er ist einfach ein unglaublich sympathischer Mensch, zumindest was man natürlich durchs Fernsehen von ihm sieht. Und da bin ich eben einfach neugierig, was er uns mit dem roten Kleid ja im Grunde so ins Haus bringen wird. Ein Buch, das von der lieben Adriana Popescu schon via Facebook und Instagram ja im Grunde gehypt wird. Logisch, ist ja ihr eigenes Buch, aber auf das ich mich ebenso freue, ist Mein Sommer auf dem Mond, was auch am 12. März erscheinen wird, und zwar im CBT Verlag. Und ich bin jetzt ja seit 2 Jahren oder sind es sogar schon 3 Jahre, nein, ich glaube 2 Jahre, großer, großer Fan von Adriana. Es fing ja an mit einem Buch zum Geburtstag, dementsprechend könnten es jetzt über 2 Jahre sein. Und ich habe all ihre Bücher, die ich gelesen habe, wirklich absolut geliebt. Es sind immer Highlight-Bücher, es sind immer Bücher fürs Herz, für ja, so das Leben, und es sind einfach ganz, ganz tolle Geschichten. Und ich bin sehr gespannt, was sie uns hier mit ihren Astronauten ja im Grunde niedergeschrieben hat. Und der Klappentext klingt auch hier wieder sehr, sehr bezaubernd, denn manchmal muss man einmal zum Mond reisen und wieder zurück, um zu erfahren, wohin man wirklich gehört. Cooler Sportler, niedliche Träumerin, lässiger Underdog und freche Sprücheklopferin. Alles nur Fassade. Und die müssen Fritzi, Bastian, Tim und Sarah aufgeben, als sie mit ihren tiefsten Geheimnissen im Therapiezentrum auf Rügen landen. Einen lebensverändernden Sommer lang werden die 4 vom Schicksal zusammengewürfelt und ordentlich durchgeschüttelt. Dabei wachsen sie über sich hinaus, finden ihr wahres Selbst, großen Mut und entdecken die erste wahre Liebe. Und das klingt nach einer Geschichte, wie sie nur von Adriana Popescu sein kann, denn ich glaube, dass man hier sehr viel Herz braucht, sehr viel Liebe, sehr viel Geduld, sehr viel Witz und Charme und einen tollen Schreibstil. Und all das hat für mich Adriana Popescu immer wieder in ihren Büchern. Und ich glaube, auch wenn das eher ja ein Jugendbuch ist, dass das aber auch mich mit meinem doch Ü30-Herz sozusagen verzaubern wird. Und wer möchte nicht mal auf den Mond reisen, um zu wissen, dass es an einem karibischen Strand doch viel schöner sein kann. Und
ja, das ist so meine Interpretation davon. Ich freue mich auf das neue Buch von Adriana und bin sehr, sehr gespannt und freue mich auch. Ich habe gesehen, dass Adriana in Leipzig sein wird und freue mich, sie da auch zu treffen und vielleicht einen kurzen Plausch mit ihr zu halten und ja, vielleicht dann sogar schon das Buch gelesen zu haben. Da müsste ich mich wahrscheinlich beeilen. Ja, es glaube ich, könnte sich grob überschneiden, insofern es dann schon da ist, weil ich glaube, am 16. ist ja die Buchmesse schon. Mal gucken, wann ich mir das Büchlein zulege und wann es gelesen ist. Und ja, da ich ja mit dem Auto fahre, kann ich es auch nicht während der Fahrt lesen. Ich habe keinen Autopilot, aber ich freue mich auf jeden Fall sehr, sehr darauf. Ein Buch, auf das ich jetzt schon lange, lange warte. Nein, eigentlich noch gar nicht so lange, aber ich freue mich drauf. Auf den zweiten Teil von Size. Der Zorn der Gerechten erscheint am 14. März und ich habe ja das erste Buch relativ schnell nach Erscheinen gehört. Ich habe mir das ja auf Audible geholt und ich freue mich mega auf den zweiten Teil. Was mich ein bisschen irritiert hat, ist, dass das Cover sich verändert hat. Ursprünglich war der zweite Band oder hat er so ausgesehen auf den Erscheinungen wie der erste Teil, der ja so kupferfarben war, nur in Silber. Jetzt hat man aber tatsächlich ja die Figur auch verändert, was ich nicht schlecht finde. Bin halt gespannt, in welche Richtung dann der dritte Teil gehen wird. Und ich freue mich mega. Size war ja wirklich ein Highlight aus dem letzten Jahr. Für mich wirklich ein überragendes, erwachseneres Jugendbuch, was ich wirklich von der Idee dieser Utopie oder Dystopie, wo man je nach Standpunkt entscheiden kann, was einem da packt und mitnimmt. Wo wir eben eine Welt haben, in der es keine Krankheit gibt, keinen Hunger gibt, auch keinen Tod gibt, wo wir unendlich leben können. Was ja erstmal gut klingt, aber natürlich gibt es da immer irgendwie Nachteil in Haken, und zwar sind das eben die Gilde der Size. Das sind eben die, die den Tod bringen. Und wir verfolgen eben im ersten Teil zwei Jugendliche, die in diese Gilde ja irgendwie aufgenommen werden und ausgebildet werden und dann allerhand ja Intrigen sich da bilden. Und ich fand den ersten Teil einfach nur einen Knaller. Ich habe das Hörbuch weggesuchtet, in jedem Moment gelesen. Ich war wirklich total hin und weg von der Story und freue mich jetzt einfach auf den zweiten Teil. Bin sehr gespannt, wo es hingeht, wie es weitergeht und freue mich schon aufs Lesen oder Hören. Ich habe mich noch nicht entschlossen, was von beiden ich tun werde. Ob es dann vielleicht den zweiten Teil auch als Hörbuch gibt, kann man ja noch gar nicht wissen. Aber ich will auf jeden Fall im März wissen, wie es weitergeht. Und das steht ganz weit oben auf jeden Fall beim Weiterlesen. Denn ach, ich fiebere da wirklich hin und freue mich, dass der jetzt dann auch im März erscheint. Auch das neue Buch von Anne Freitag wird am 19. März erscheinen, Nicht weg und nicht da. Von Anne Freitag habe ich ja bisher nur ja, die Bücher gelesen, die sie als Ellie Taylor geschrieben hat. Ich habe ja noch letzter Sommer so rum hier stehen auf dem Sub, tatsächlich noch nicht gelesen, muss ich zu meiner Schande sagen. Und bin dennoch neugierig, was es mit diesem Büchlein auf sich hat. Ich weiß gar nicht, ob Anne auch auf der Leipziger Buchmesse sein wird. Da habe ich sie ja auch vor 2 Jahren kennengelernt und bin ja sehr gespannt, würde mich auch da freuen, ihr natürlich über den Weg zu laufen. Um was geht es im Buch? Den Anfang kannst du nicht ändern, das Ende schon. Und wenn wir ehrlich sind, allein dieser Satz ist doch grandios. Ja, nach dem Tod ihres Bruders macht Luise einen radikalen Schnitt. Sie trennt sich von ihrem mausgrauen Ich und ihren Haaren. Übrig bleiben 3 mm und eine Mauer, hinter die niemand zu blicken vermag. Als Jacob und sie sich begegnen, ist er sofort fasziniert von ihr. Doch Luise hält Abstand, bis sie an ihrem 16. Geburtstag aus heiterem Himmel eine E-Mail von ihrem toten Bruder bekommt. Es ist die erste von vielen. Mit diesen Nachrichten aus der Zwischenwelt und den verschlossenen Jacob an ihrer Seite gelingt es Luise, inmitten dieser so aufwühlenden wie traurigen Zeit das Glitzern ihres Lebens zu entdecken. Und hier sind wir wieder beim Thema Lebensgeschichte. Ich mag solche Geschichten ja sehr gerne, wenn man so ein bisschen an PS Ich liebe dich denkt, an Das Schicksal ist ein mieser Verräter. Und wir haben hier eben auch eine Jugendliche, die etwas ganz, ganz Schlimmes erlebt, die den Tod ihres Bruders verarbeiten muss und ja, im Grunde wahrscheinlich in dieser Geschichte auch ein bisschen erwachsener wird. Und ich glaube auch, dass Anne Freitag einfach so, ja, das Gefühl und das Herz am richtigen Fleck hat, um diese Geschichte
schön zu erzählen, auch wenn es tatsächlich nichts Schönes eigentlich da gibt in dieser Zeit. Aber ich kann mir wirklich vorstellen, dass uns diese Charaktere ans Herz wachsen und definitiv wahrscheinlich auch ein paar Taschentücher gebraucht werden, was ja hin und wieder tatsächlich auch mal gut ist. So kontrolliertes Weinen finde ich entspannt ungemein und in Büchern sowieso, finde ich zumindest, bin ja ein absoluter Buchweiner, gibt es ja so einige Geschichten, bei denen ich wirklich von Herzen geweint habe und es mich persönlich nicht gestört hat und ich denke auch, dass das bei dieser Geschichte der Fall sein wird. Und dann nähern wir uns schon dem Ende, nämlich dem 29. März. Und hier erscheint das neue Buch von Matthew Quick, Schildkrötenwege oder wie ich beschloss, alles andere zu machen. Matthew Quick, von ihm habe ich bereits zwei Bücher gelesen, einmal Silver Linings und so ein pinkes Buch, dessen Titel mir mal wieder nicht einfällt. Meine Güte, ich bin aber auch wirklich... alles so Schall und Rauch. Na, auf jeden Fall zwei Bücher, die ich sehr, sehr gut fand, die mir wirklich gut gefallen haben. Und so bin ich natürlich auch sehr gespannt, was uns im neuen Buch von ihm erwarten wird. Das Cover ist schon mal mega. Ich mag auch den Titel. Und der Klappentext spricht mich auch direkt an. Von der Schwierigkeit, gegen den Strom zu schwimmen. Ihr ganzes Leben lang gehörte Einzelschülerin und Spitzensportlerin Nanette O'Hara zu den Mädchen, die alle Regeln befolgen. Bis zu dem Tag, als sie den Kultroman Der Kaugummi-Killer liest. Auf einmal beginnt Nanette, ihr gesamtes Dasein in Frage zu stellen und sie trifft auf den Einzelgänger Alex, der ebenfalls ein großer Fan des Buches, sich ähnlich wie der Held im Roman konsequent jeder Anpassung verweigert. Als Nanette und Alex sich ineinander verlieben und sich näher kommen, fasst sie erstmals den Mut, sich offen gegen ihr bisheriges Leben aufzulehnen. Doch die radikale Weise, mit der Alex seine Auflehnung durchzieht, bereitet Nanette zunehmend Probleme. Schließlich wird Alex selbst Opfer seines eigenen Verhaltens und Nanette muss auf schmerzhafte Weise lernen, dass man für Rebellion manchmal einen hohen Preis zahlen muss. Ein Buch, das im DTV-Verlag erscheinen wird und ich bin sehr gespannt. Ich finde die Geschichte, ja, dass eben tatsächlich eine Rebellion, das Anderssein seinen Preis kostet, finde ich sehr interessant. Ich weiß noch nicht, ob ich es gut finde oder... Ja, irgendwie denke, muss man das tatsächlich so sehen? Hat es wirklich seinen Preis, anders zu sein? Ich bin da sehr gespannt, neugierig, wo es hingehen wird, was es mit den beiden auf sich hat und was dann am Ende tatsächlich der Preis sein wird, der bezahlt werden muss und freue mich auf die Geschichte und bin gespannt. Ebenfalls auf eine Fortsetzung, auf die ich mich mega freue und zwar Der Glanz der Dunkelheit, der vierte und letzte Teil der Chroniken der Verbliebenen von Mary E. Pearson wird ebenfalls am 29. März bei One erscheinen und ich bin ein Fan dieser Reihe. Ich habe im letzten Jahr die kompletten ersten drei Teile absolut weggesuchtet. Ich liebe diese Idee, ich liebe diese Welt, ich mag dieses Jugend-High-Fantasy-Genre, was hier entstanden ist. Ich mag diese Welt, die da ist. Ich mag Lia, unsere Protagonistin und ich kann sogar damit leben, dass es irgendwie eine kleine Dreiecksgeschichte hat, die mich tatsächlich überhaupt nicht diesmal stört, in keinster Weise und ich eher denke, ich kann sogar verstehen, dass es so ist, was ich sonst nie kann, weil mich das manchmal sonst eher aufregt. Aber ich habe die ersten drei Bände verschlungen. Ich fand es total gemein, dass im Deutschen der dritte Teil und letzte Teil der Trilogie, was es im Original ist, gesplittet wurde, damit man eben einen Zweiteiler daraus macht. Ich glaube, der dritte Teil hier hat jetzt, glaube ich, auch so um die 450 Seiten, der hier auch. Und dass man gedacht hat, ein 900-Seiten-Buch ist nichts für Deutschland. Das finde ich unglaublich schade. Klar hat der englische Band, glaube ich, 700 Seiten. Die deutsche Sprache braucht in der Regel ja ein Drittel mehr, was man ja in vielen Übersetzungen sieht. Ich finde es sehr, sehr schade und freue mich aber jetzt, dass wir den vierten Teil in Händen halten, auch endlich das Cover bekommen, was der abschließende Teil der Reihe sozusagen verdient hat. Auch wenn ich tatsächlich finde, dass er nicht ganz zu den anderen passt, ist es ja aber tatsächlich das Originalcover aus der Originalsprache und nur unser dritter Teil war ja sozusagen ein Cover, was es eben im Englischen logischerweise nicht gab. Ich freue mich auf dieses Buch und bin total neugierig, wie es enden wird, wie die Geschichte ausgehen wird und was uns am Schluss erwarten wird und freue mich dann
alle für Bücher im Regal stehen zu haben. Und ja, das ist wirklich so eine Highlight-Reihe, die ich nicht erwartet habe, dass sie mir gefallen wird. Und dann wird im Laufe des Märzes ein Buch erscheinen, das ebenfalls der Abschluss einer Reihe ist. Leider gibt es beim Drachenmond Verlag kein konkretes Erscheinungsdatum, dementsprechend jetzt einfach ans Ende gestellt. Und zwar erscheint der abschließende Band von Laura Labers Eine Krone aus Herz und Asche. Es ist das Finale der Reihe, die ja begann mit Ein Käfig aus Rache und Blut und dann kam Ein Thron aus Knochen und Schatten und nun haben wir Eine Krone aus Herz und Asche und wir haben hier ja auch eine Fantasy-Welt, die ich einfach bombastisch finde. Ich mag den etwas brutaleren, gewalttätigeren, düsteren, dunklen Stil von Laura Labers sehr gerne. Ich mag den Spannungsaufbau, ich mag die Charaktere. Ich finde ihre Fantasie wirklich unglaublich und finde es toll, wie sie auch zum Ausdruck bringt. Und bin ein großer Fan dieser Reihe, finde die wirklich bombastisch gut und freue mich hier auf den Abschluss, auch wenn es natürlich dann wieder heißt, Tschüss zu sagen zu dieser Welt. Und nichtsdestotrotz, ich habe, glaube ich, den ersten Band auch hier stehen. Ja. Freue ich mich mega, dass dann der dritte erscheinen wird, den ich auf jeden Fall als E-Book lesen werde. Und möchte das natürlich hier auch einfach kurz einwerfen, dass da natürlich noch etwas folgt. Und wie ihr seht, wir sind jetzt am Ende und es sind doch ehrlich Knallerbücher dabei, auf die ich mich mega, mega freue. Zudem denke ich, dass mir auch auf der Leipziger Buchmesse das ein oder andere Buch über den Weg laufen wird, das mich anspricht, dass ich neugierig fotografieren werde und dann im Nachgang wahrscheinlich besorgen werde, denn ich schleppe ja in der Regel kaum Bücher von Messen nach Hause. In der Regel wird so eins gekauft, was mich dann auch erinnern soll, aber ja, sonst nicht. Ich fotografiere ja wirklich ziemlich alles ab, was mich irgendwie interessiert, gucke zu Hause, ob ich es immer noch spannend finde und wenn ja, wird es in der Regel ja besorgt oder landet auf der Wunschliste und ich denke, dass es diesmal auch so sein wird und ich freue mich mega sozusagen auf den März. Nicht nur, dass da Buchmesse ist, neue Bücher erscheinen, sondern auch, weil ja das ein Frühlingsmonat ist, ich auch noch eine Woche Urlaub habe und es dann hoffentlich wunderbar nauswärts geht, wie man so schön bei uns sagt, und man dann auch den Frühling schon genießen. Und jetzt bin ich natürlich neugierig und möchte unbedingt wissen, ob eins der Bücher, die ich super spannend finde, auch auf eurer Wunschliste steht und welche Bücher ihr da vielleicht habt. Was spricht euch im März an? Was möchtet ihr unbedingt lesen? Auf was freut ihr euch so wie ich? Seid ihr vielleicht auch auf der Buchmesse? Dann könnt ihr mir das natürlich gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich freue mich sehr davon, euch zu lesen und hoffe, ihr hattet jetzt ein bisschen Spaß mit meinem Video. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.